großen Bereich bestimmen. Eine Sieg geht durch K.O. und eine Niederlage auch die durch K.O. Branislav Plavsic. Seconds out, please, die Sekundanten sind aus dem Ring. Seconds out. Seconds out. Ringfight zur zweiten Runde. Satirios Georgikeas. Er ist 37 Jahre alt, hat bisher 8 Kämpfe bestritten, alle 8 gewonnen, davon 6 durch K.O. In der roten Ecke auf Frankfurt am Main, Satirios Georgikeas. Second out, please, die Sekundanten aus dem Ring. Second out. Second out, please. Ringfrei zur dritten Runde. Run it! Run it! Run it! Run it!
Branislav Plavsic in der blauen Ecke und Satirios Georgikeas in der roten Ecke. Eine Runde noch zu gehen, beide kämpfen verbissen und es ist wirklich ganz, ganz knapp hier auf dem Bodenzettel. Second out, please. Second out, die Simulanten auf dem Ring. Das spannende Duell hier in dieser Gelegenheit. Second out, please. Jawohl. Jawohl, letzte Runde hier im Duell. Regenfrei zur vierten Runde. Prima, 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 prima
nicht der schönste Kampf heute Abend, aber alle sind der spannendste. Da bin ich auch gespannt. Ich kann ja hier so ein bisschen luchern. Das war ganz, ganz eng. Jetzt bin ich aber gespannt. Der Klaus, der schreibt. Der Matthias, der schreibt. Der Franz, der schreibt. Die schreibt hat schon geschrieben. Der Franz hat schon geschrieben. Und gleich werden die Kuchenzettel eingesammelt und dann werden sie alle super weiter an Arthur Ellensohn. Der Mann ist unbestechlich. Der ist 30 Jahre lang in der Oberfinanzdirektion Zollpartner gewesen. Der hat Unionis geschnappt. Nee, nicht ganz, aber einige andere. Also Arthur kannst du nicht bestechen. Er ist sein Leben lang dafür zuständig gewesen, dass so halbwegs die Gesetze in Deutschland eingehalten werden. Jedenfalls so, wie sich das unsere Führung hier so vorstellt. Und es wird gerechnet, die Gruppenzettel sind gekommen, sind gespannt. Beide Kämpfer stehen in der Ringmitte, Klaus Hagemann hat das Urteil zu verkünden, dass ich ihm hier ansage. Und der Arthur rechnet noch. So ist das live. Bin gespannt. Der Sohn ist unzufrieden. Ich glaube, die Blaue sind ganz zufrieden. Ich bin mal gespannt, was die hier haben. Wir haben eine einstimmige Punktentscheidung, aber ganz, ganz knapp. 39 zu 37. Alle drei Punktrichter geben den Sieg in die blaue Ecke an. 39 zu 37. Eine ganz knappe Kiste. Der Sohn ist unzufrieden natürlich.